Dieses Spiel hat keine Altersbeschränkung. Wir wünschen euch allen viel Spaß. Was ich sagen wollte, Pixel Junk ist im Angebot. Monsters 2. 13,49 €. Statt 14,99 €. Wow. Boah, kaufen Leute, sofort. Nein. Bei diesem Angebot, ey, da kann ich nicht mehr nein sagen. Also, ja gut. Aber Pixel Junk ist tatsächlich das Spiel, auf das ich mich auch irre freue. Und ja, es kommt in 12 Tagen. Auf jeden Fall, das werden wir auf jeden Fall holen und auf jeden Fall zocken. Das heißt, wir werden dieses super tolle Angebot wahrscheinlich auch gleich nutzen. Ach, warte mal, was wollte ich sagen? Falls ihr das nicht kennt, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Haben auch schon 2, 3 Videos zu hochgeladen, 3 Stück sogar. Ja. Ist super geil. Kann man die Demo kostenlos spielen? Ja, klar. Leider nur ein Level im Moment. Ja, die Demo geht kostenlos? Ja. Aber hat das jetzt jemand gefragt? Nein, nein, ich habe das nur so einbringen wollen. So als Abschluss der Information. Verkauft doch irgendwas, was wir nicht brauchen. Ich weiß, du bist zum Horten geboren. Das stimmt doch gar nicht. In dem Spiel schon. 50.000 Grubber, 30.000 Trecker. Nichts, was wir nicht brauchen können. Ja. In der kleinen Garage? Wir haben alles nur effektiv. Ja, die Pflanzding kann weg. Hä? Das Baumpflanzding kann weg. Ja, das könnt, ja, aber das nimmt ja nicht viel Platz weg hier. Ja. Das bringt mir ja nichts. Ich brauche einen großen Parkplatz. Hm. Oder eine mittlere Garage, die wir uns gerade so leisten könnten. Aber dann haben wir kein Geld mehr. Ja, nicht schön. Senkt die Kosten der Gebäude um 10%. Hm. Ach komm, rein damit. Auf lange Sicht gesehen lohnt sich das. 117 Erdbeeren geerntet. Dann gucken wir doch mal, was wir verkaufen können und ob sich irgendwas lohnt zu verkaufen. Sorry, wird langsam spät. Mutti muss ins Bett. Oh, wir haben den Kohl nicht verkauft, oder? Nö. Eben die ganze Zeit nur für gesprochen. Es ist wie immer. Mein Lieblingsspiel zurzeit ist Ark Survival Evolved. Oh ja, das habe ich damals, ich glaube 120 Stunden habe ich das damals gezockt. Das ist echt geil. Also Ark finde ich auch super klasse. Na, nicht so meins. Was, 3600 Stunden? Ernsthaft? Das ist aber schon... das ist echt ordentlich. Dann hast du bestimmt auch eigenen Server und alles laufen, oder? Boah, krass. 150 Tage. Das ist mal echt krass. Also da hatte ich das Spiel... Also da hast du die Kosten locker wieder raus für das Game, ne? Ein halbes Jahr in diesem Spiel verbracht. Ja, siehst mal, wie gut das ist. Du solltest dich mal nicht so sträuben. Ach, du weißt, dass ich so Sachen nicht so mag. Sei schon froh, dass du mich zu manchen Sachen wie Eco und sowas überredet bekommst. Ich bin ja total... Ich spiele das vom ersten Tag an. Du hast es auch relativ am Anfang gehabt, ne? Vom ersten Tag weiß ich nicht mehr, aber relativ am Anfang. Und ich erinnere mich dran, ich bin am Strand... Ich meine, das ist bei jedem so gewesen, aber du spawnst am Strand, läufst 10 Schritte, tot. Das ging die erste halbe Stunde, glaube ich, so, bis ich dann irgendwann mal einfach weggelaufen bin, mir einen Stützpunkt, also einen Platz gesucht habe, wo ich bauen konnte, und dann ging's. Und dann wurde das richtig geil. Aber richtig. Also ich mag solche Spiele total, tatsächlich. Ich habe auch damals, jetzt komme ich nicht drauf. Forest? Ja, Forest haben wir auch gezockt. Wo ich nachher so enttäuscht war, weil es sich komplett gewandelt, gedreht hat. Nicht Heard World, sondern... 7 Days? Nein. Ach, ich komm's nicht drauf.
Schade. Wust. Wust war das Spiel, was ich suche. Inzwischen kann man ja Dinos züchten. Ach, cool. Das stimmt. Das hast du aber auch nochmal gemacht. Damals schon? Warte mal. Jetzt bin ich gerade überlegen. Aber wenn er sagt, inzwischen ist das ja neu. Du konntest sie damals tamen auf jeden Fall. Züchten, glaube ich, konntest du die nicht. Nee, das stimmt. Schon lange her bei mir, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das Maximalste, was ich bei einem Spiel habe, auf meinem eigentlichen Account sind so 150 oder 180 Stunden. Das ist für mich schon viel. Und ich habe wieder verdrängt, was ich machen wollte. wo war ich eben stehen geblieben? Die waren jetzt die Apfelbäumchen hier machen. Ach so, genau, Garage war das Problem. Ja, sollen wir noch Kredit aufnehmen, oder was? Ja. Nehmen wir einen Kredit auf. Darin sind wir gut. Nur um abbezahlen, das können wir nicht so gut. Bauen wir uns einen Parkplatz. Dafür kann man dann auch verschiedene Dinos miteinander kreuzen? Das wäre der Traum der Kinder. Oder so. Das wäre der Traum der Kinder. Nee, ja. Das kannst du den Kindern, das ist nicht. Nein, das ist kein Spiel, das ist kein Kinderspiel, das weiß ich. Das ist, zeige ich den Kindern nicht, aber die Kinder haben ja so Dino-Kreuzungswünsche. Das ist aber doch langweilig, ich finde. Ich wäre doch für Kreuzungen. Jetzt kriege ich das doofe Ding nicht. Wenigstens Farben verändern, so einen pinken Dino machen. Oder einen schwarzen, den man nachts nicht sieht. Jetzt weiß er nicht, was er sagen soll. Er überlegt krampfhaft, aber darauf kriegt er nichts zusammen. Egal, was du nimmst. Ich will auch was davon. Ich hatte es ja eigentlich eben so geplant, dass ich hier schön Wege zwischenbauen kann. Ja, hat jetzt super funktioniert, wie man sehen kann. Also egal, machen wir so. Pass auf. Ist das nicht schön? So, jetzt haben wir einen Parkplatz. Ich mache mal auf Schnellvorlauf. Dann kaufen wir uns gleich unseren Flug. Jetzt hat Kurt geschrieben, nein. Worauf war es bezogen? Ich habe einen Faden auf verloren. Das Kreuzen von den Dinos, glaube ich. Achso, Kreuzen von Dinos, genau. Aber das ist ja cool. Erst den Weg und dann das Feld, sagt Kurt. Ja, ja. Achso, ja, danke dir. Es ist schon spät, er hat Schlafmangel. Die Kinder Nacht haben heute so bestanden, dass der Papa aufsteht. Ja, das war so dramatisch für mich. Beziehungsweise ja, ein Kind ist mit dir aufgestanden. Ich war heute um 5 wach heute Morgen. Ein Kind ist mit dir aufgestanden, das andere Nein, hat noch geschlafen. Ich war vor den Kindern wach. Ja, kann ich ja nichts für. So früh war noch kein Kind wach. Ist er dich nicht wecken gekommen? Ist er direkt runtergegangen? Der Große, meinst du? Ja. Der ist doch. Ah ja, Sämaschine wollte man kaufen. Sämaschine, ja. Das hörte sich nämlich so an, als wärst du jetzt seitdem Morgen so lange wach bis jetzt. Ich war morgen eine Stunde wach. Nee, ja. Bis jetzt nicht. Nein, ich habe zwischendurch nur kurz gepennt, dann hat der Große mich wach gemacht. So, die wollen wir kaufen. Ne? Wir sollen Roggen, Buchweizen, so ein Kram, das können wir alles hier mitmachen. So, kaufen wir diese. Schön. Wir kommen weiter. Hast du da eigentlich einen eigenen Server dann bei ARK? Oder spielst du das Singleplayer-mäßig? Was war das? Nee. Was denn? Es hörte sich an, als hätte was gerumpelt irgendwo. Habe ich nicht mitbekommen. Das ist, weil du den ESC über deine Kopfhörer da wahrscheinlich hörst gerade. Hatte ich mal. Nee, jetzt den bin ich auf einem anderen Server unterwegs. Okay. Ja. Ich tue mich manchmal schwer. Wenn es große Server sind, die lange Zeit halten, ist das okay. Wenn du so bei kleineren Server unterwegs bist und irgendwann haben die keinen Bock mehr drauf, weiß ich was, und du hast da 100 Stunden schon drauf verbracht und alles ist weg. Boah. Das finde ich mal ein bisschen schade dann.
Das ist übrigens tierisch laut, was du gerade mit dem Hund machst. Ja, ich meine dich. So. Das gute Gerät ist noch nicht da. Wir können jetzt aber eh nichts mehr anpflanzen, leider, weil Oktober, das ist egal, was wir jetzt machen, ist vertane Zeit. Oder vertane Liebesmühe. Da müssen wir jetzt wieder bis zum Frühling warten. Was kleines Silo? Soll ich jetzt noch ein kleines, also ein Angebot? Oh, ein kleines Silo, ein Zuschuss in Höhe von 4. Wow. Ciao. Arbeiter anstellen. Dann geht's auf den nächsten Server, hat Kurt noch geschrieben, weil du das noch nicht gesehen hast. Ja gut, wenn sich das da nicht stört, dann okay, klar. Ja, aber ich finde das immer so deprimierend, wenn du so viel Arbeit in was reingesteckt hast. Das war tatsächlich das nachher, warum mich Rust ein bisschen genervt hat. Ich weiß, wir hatten das schon mal eine Folge erwähnt, es gab ein bisschen Aufregerei, weil man meinte, ich hätte das Spiel für schlecht empfunden oder gemacht. Eigentlich gar nicht. Es war einfach nur, weißt du, wenn ich sowas spiele und ich komme halt nicht tagtäglich stundenlang zum Spielen, was ich was, und wenn ich mir da was erschaffe, dann ist das schön, wenn das erstmal bleibt, auch wenn ich mal 3 Tage nicht on sein kann. Und irgendwann haben die ja das bei Rust zum Beispiel so rausgebracht, dass der ein Gebäudezerfall eingebracht worden ist, und wenn du dann einfach ein paar Tage nicht online warst, war die ganze Bude kaputt. Und dann hat es nachher die ganze Grieferei und die ganze Mist, wo die Leute dann deinen Schlafsack entfernt haben, du bist dann im Haus gespawnt, die haben die Türen ausgebaut, du kamst, die haben dich gekillt quasi, ohne Werkzeuge, ohne Waffe, bist du dann in einem Raum ohne Türen und sowas gespawnt, kamst dann nicht mehr raus. Ja, das war blöd, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ja, dann gibt's Bug auch, das ist okay. Ja, dann ist es ja einfach Geschmackssache auch. Man muss ja dann einem anderen auch zugestehen, dass man sagt, das Spiel war bis dahin gut. Okay, ist Systematik des Spiels, dass das so sein soll, aber es muss uns ja nicht gefallen. Es ist einfach dann nicht mehr meins, aber ich habe einfach nicht die Zeit und Muße dazu, sag es mal so. Andere sind da total jeck drauf und wollen das so haben, ne, klar. Jedem das Seine. Wir kommen einfach nicht dazu, jeden Abend da reinzugehen und zu spielen, auch wenn es eine halbe Stunde nur ist, das schaffen wir gar nicht. Du, ich hänge fast täglich am Computer, aber um ehrlich zu sein, 80-90% die Zeit, die ich davor hänge, bin ich am Arbeiten tatsächlich, weil ich sage allein, die ganze Video-Soundbearbeitung, alles, das nimmt dermaßen Zeit momentan in Anspruch. Das glaubt immer keiner, wie viel Arbeit das nebenher noch ist, was man so macht. Ich sag mal, jetzt bei den Let's Plays ist das noch, hält es sich einigermaßen noch in Grenzen, das ist auch schon viel Arbeit. Aber wir haben ja noch nebenbei den Test-Channel laufen. Ja, und da bin ich für ein Video locker, jetzt ungelogen, zwischen 12 und 20 Stunden nur für ein Video am Arbeiten. Und da sitze ich rein vor dem Computer. Da ist noch keine Aufnahme dabei. Und wir kriegen die Sachen ja nicht umsonst. Nee, und selbst wenn man sie später dann umsonst bekommt, finde ich es immer so blöd, dass die Leute dann sagen, habt ihr doch umsonst bekommen, immer kommt sie nicht umsonst. Die Zeit, die du reinsteckst, ja, kann dir keiner bezahlen, ganz ehrlich. Deswegen ist es reines Hobby, was wir hier machen. Ja. Sonst würden wir es wahrscheinlich auch nicht machen, wie gesagt. Nein, und wir hätten auch, selbst wenn man so groß werden würde, was ich nicht glaube, was auch gar nicht unser Ziel ist, dass man Angebote bekäme, Sachen umsonst zu bekommen. Wir hätten immer den Anspruch, dass uns das so viel Arbeit kostet, dass sich das am Ende trotzdem nicht rentieren würde. Ich weiß gar nicht, für den Fernseher hast du wie viel Arbeit reingesteckt? Der Fernseher war über 20 Stunden, ja. Oder wir. Ich habe ja auch ein bisschen was mitgemacht. Das meiste machst aber du in dem Falle dann. Umso ärgerlicher ist es, dass seit dem letzten Win-Update meine Schnittsoftware immer sich verabschiedet. Das ist so nervig. Ich muss jetzt alle 2 Minuten speichern, weil ich Angst habe, muss das Ding bricht gleich wieder ab. Das habe ich vorher nie gehabt, wirklich. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden ich in dieser Software verbracht habe. Nie Abstürze gehabt und seit neuestem habe ich noch Probleme. Das ist zum Heulen, ehrlich. Aber genug rumgemeckert, alles schön. Dum, 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 dum. Jetzt können wir eigentlich nichts machen, ne? Jetzt müssen wir warten bis zum Frühjahr, damit wir überhaupt die ganzen Aufträge jetzt abarbeiten. Wieso? Warte mal. Also Sämaschine habe ich, okay, genau. Rapskerne, Weizensamen, Buchweizen, Roggenkerne, müssen wir alles noch machen.
Aber das, ich meine, wir können das jetzt einbringen, aber das geht jetzt alles kaputt. Oder wir sagen, ach komm, was soll's? Wir haben den Auftrag erfüllt. Ich meine, wir können mal gucken, was uns das kostet. Was wird uns das... Ja gut, das kostet nichts. Komm, wir bestellen es einfach. Was war das jetzt? Roggen? Raps? Buchweizen. Roggen. Hat man Roggen nicht am Anfang? Ah, egal, komm. Ich kann mich nicht mehr sonderlich gut konzentrieren, wenn ich ehrlich bin. Nee. Passt schon. Kriegen wir hin. Alles klar, Kurt. Dann ja. Gute Nacht und schlaf gut. Gute Nacht. Dann bis die Tage mal. Wir machen gleich. Danke fürs Zuschauen. Denke ich auch Schluss, ne? Ja, wir machen auch nicht mehr lange. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Mm-hmm. Noch nicht da, ne? Okay. So kurz warten. Ja, dank dir. Das freut uns zu hören. Ja. So, wo hatte ich jetzt was, ne? Die sind unterschiedlich groß, die Felder, war ja klar. Nein, 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 wieso? Oh nö, ne, jetzt sag jetzt nicht. Wieso kann ich denn jetzt nicht mit der... Feld zu klein? Das ist doch jetzt nicht der Ernst. Erst sagen die mir mindestens 0,03. Jetzt habe ich knapp über 0,03 und jetzt ist das noch zu klein für einen Trecker? Okay. Wir lassen es, glaube ich, für heute sein. Wir lassen es für heute. Und reißen das nächste Mal Felder ab. Genau, wir haben ja gar keine andere Wahl mehr. Wir werden die Felder wieder abreißen müssen, um die dann größer zu bauen. Aber ich meine, gut, hätte jetzt eh nichts mehr gebracht, bis auf dass wir die Aufgaben erledigt gehabt hätten. Deswegen, so, was soll's. Aber gut, wir packen es dann auch für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal. Hoffentlich. Und schlaf gut. Danke, tschüss. Ciao.